hätte sie fast ohne Essen im Gesicht gar nicht erkannt. Herr Söder, ich freue mich, dass Sie da sind. Sie haben doch bestimmt ganz viele Scheine in Ihrem Portemonnaie und die Grünen wollen Sie doch loswerden, oder? Ja. Die Scheine meine ich, die Scheine. Ja. Ach so. Die Scheine. Ach so, ich dachte, die anderen Grünen. Wie viele Scheine? Hey, nein. Friedrich übrigens, hallo. Ja, Grüßen, dafür haben wir später Zeit. Herr Söder, los, was wollen Sie spenden? Ja, also. Oh Gott. Also, zwei. Was? Was zwei? 2000. 2000? Herr Söder, ich danke Ihnen. Ein bisschen knickrig, aber trotzdem vielen Dank. Großartig. 2000 Euro. Ich gehe hier nach vorne zu Herrn Merz, okay? Ach ja. Ja, geht zu Herrn Merz. Hallo, Herr Merz. Ja. Ich gehe mal auf Nummer sicher. Frau Merz, darf ich Ihren Mann was fragen? Nee. Bitte? Nee. Schön, dann mache ich trotzdem. Hallo, Herr Merz. Ich freue mich. Ich habe ein Angebot für Sie. Wenn Sie ein richtig gutes Angebot an mich machen, jetzt zu spenden für ein Herz für Kinder, dann nennt die Sendung sich ab sofort ein Merz für Kinder. Was sagen okay, Sie? Okay, also mein Angebot ist folgendes. Ja? 100 Euro. Bitte? Für 100 Euro für jedes Prozentpunkt, ja? Dass wir in der besten Umfrage für die CDU über den Jahreswechsel stehen. Naja. Ja, großartig. Das kann keiner so schnell ausreden. Was ist denn also, wenn wir bei 40% liegen, ja? Sind es 4.000 Euro. Also erstens ist es an dieser Stelle total unangebracht, solche Spenden abhängig von irgendwelchen Umfragewerten zu machen. Und zweitens muss man einfach mal sagen, dass Herr Merz ja Millionär oder Multimillionär ist. Dementsprechend sind hier 4.000 Euro nicht recht viel, insbesondere wenn man mal in Betracht zieht, dass er sich ja hier öffentlichkeitswirksam hätte darstellen können, wenn er beispielsweise einfach mal 10.000, 50.000, 100.000 Euro auf den Tisch gelegt hätte. Na ja. Was heißt na ja? Herr Merz. Also hören Sie mal. Also Herr Merz. Das ist acht. Ach komm, so Ralf, nimm einfach die 4.000 Euro. Ich beende das Duell jetzt. Okay. Ich brauche noch jemanden, der mir hilft, der gut ist im Dinge beenden. Ja? Ach Herr Lindner, was machen Sie denn ich hier? Das aber auch schon. Na Löhle. Heute mal ein D-Day der anderen Art. Das D steht für Donation. Wie viel gibt's denn heute? Ich meine, Sie kennen ja meine berufliche Situation. Ja. Aber Sie konnten ja mal wohl ganz gut mit Geld umgehen. Sind Sie denn beim Spenden auch so ein Fan von Trickle Down? Oben so die Dusche der Spenden und unten können es die Kinder zusammenkratzen? Also ich habe Ihre Frau gerade mit dem... Entschuldigung, das war jetzt wirklich nicht geplant. So bin ich eigentlich nicht in den Medien, dass ich Frauen mit Mikrofonen schlage. Me too. Also ich will jetzt nicht so eine Formel machen wie der Friedrich Merz, sondern ich orientiere mich mal an erfolgreichen Ländern und ich mache auch zwei. Zweimal 4.000 Euro, so. Wenn ich richtig gehört habe, ist toll. Ja unglaublich. Also diese Aussage kann ich nicht ganz verstehen, denn Herr Lindner meinte ja zwei und nicht vier und auch ein Herr Söder hat ja nur zwei gesagt. Aber gut, übrigens als Minister verdient man im Monat 20.000 Euro brutto, dementsprechend kann man sich auch hier mal vorstellen, was man so entsprechend an Opfern aufbringt an diesem ja, Benefizabend. Und was man bei einem Lindner auch nicht vergessen darf, dass er sehr, sehr hohe Nebeneinkünfte hat. Ich glaube, das war irgendwie bei dem Betrag von 400.000 Euro, wo man sich natürlich auch immer fragt, was macht ein Lindner so nebenberuflich, was so viel Geld wert ist? Das kann ja eigentlich nur mit Lobbyismus begründet sein. Den Vogel komplett abgeschossen hat allerdings ein Lars Klingbeil, der auch trotz seinem famosen Gehalt von, glaube ich, 10.000 Euro als Abgeordneter im Monat plus nochmal 10.000 als SPD-Spitze hat ganze sage und schreibe 500 Euro gespendet. Würden Sie denn gerne ein Sondervermögen anlegen hier für einen guten Zweck an Herz für Kinder? Ich packe mal 500 Euro rein. Was haben? 500. Preissenkungen werden Sie miterleben wie alle anderen auch. Sie haben es ausgerechnet, also die Zahlen kommen von der Regierung. Das heißt also, Sie hätten dann pro Monat 6 Euro mehr. Dann sagen Sie gar nichts mehr zu. Nö. Das reicht dann in dem Monat für zweimal gute Eier. War die SPD Ihre Partei? Ja. Wir haben dann gedacht, nee, das, was die SPD mal war, ist er nicht mehr. Bingo! Ja, ich sag ja nicht umsonst, die SPD ist keine sozialdemokratische Partei mehr, sondern eine asoziale, antidemokratische Partei. Aber das ist auch nur meine Meinung, ja. Man kann da natürlich auch einen anderen Standpunkt zu haben. In Illners, Jauchs und Plasbecks ist Markus Lanz doch sowas wie der Weichspüler, quasi der Lord of Lenore vom Lerchenberg. Die Parallele liegt hier im Bereich der Fette und Öle. Markus Lanz hat sich inzwischen von einem lauwarmen Tiroler Nussöl in die schärfste Knoblauchbutter des deutschen Fernsehjournalismus verwandelt.
Er hat das Porno-Prinzip verinnerlicht. Wenn ich jemanden richtig hart rannehmen will, muss ich vorher gut schmieren. Die wortgewordene Gleitcreme Markus Lanz. Sobald es sich um Themen wie die AfD dreht oder auch AfD-Gäste eingeladen sind, da finde ich, ist ein Lanz komplett unbrauchbar. Ansonsten muss ich sagen, in letzter Zeit, gerade wenn Politiker aus der Ampel eingeladen waren, hat er mir doch relativ gut gefallen und auch gerade bei einer Saskia Esken oder so ganz gut gegengehalten, ja, und war da sehr kritisch unterwegs. Ja, ob wir verschiedene Sprachen sprechen, aber Sie können nicht die ganze Zeit mantraartig formulieren. Hallo, Frau Esken. Die Ampelregierung wurde von verschiedenen Gerichten, auch vom Verfassungsgericht, in den letzten 3 Jahren mehrfach angemahnt, die Rechte der Opposition bei Verfahren, bei Fristen im Bundestag besser zu wertschätzen. Das ist nicht passiert. Jetzt haben Sie keine Mehrheit mehr und appellieren an die staatspolitische Verantwortung der Opposition, Sie aus der, ich sag mal so, den Karren aus dem Dreck zu ziehen. Ich finde das wirklich anmaßend. Ihr habt nichts mit staatspolitischer Verantwortung zu tun, das ist wirklich frech. Frau Esken, fällt Ihnen dazu etwas ein? Ich glaube, dass ich mich mit Begriffen wie anmaßend und frech nicht auseinandersetzen muss. Das ist nicht der Stil, in dem ich gerne Diskussionen führe. Außer natürlich, Sie sagen etwas über die AfD, da kann man natürlich jegliche Vergleiche und jegliche Wortwahl nehmen, die einem lieb ist, zum Beispiel auch einfach mal ein Goebbels-Vergleich, ja, starten oder ausführen. Wahlen sind wirklich Schicksalswahlen für dieses Land. Ob nämlich diejenigen gewinnen werden und einen Kriegskurs einschlagen können, den sie vorhaben, oder diejenigen, die nicht wollen, dass für fremde Interessen Deutsche sterben sollen, in irgendeiner Form gefährdet werden. Das sind Schicksalswahlen. Wer Merz wählt, wählt den Einsatz von Taurus entgegen dem erklärten Willen des künftigen Präsidenten der USA, der den Konflikt beenden will. Denn das ganze Theater, dass sie vorgezogene Wahlen hier durchgesetzt haben, dass sie den ganzen Bundestag in Form eines kalten Putsches hier stillgelegt haben, weil sie keine Abstimmung mehr zulassen. Das ist die Handschrift eines Herrn Merz, der frühzeitig nach der Macht greifen will. Keine Stimme für diesen Kriegskurs. Lieferung von Taurus-Raketen tief in russisches Kernland, weil die Antwort, die dann kommt, uns zur Zielscheibe in diesem Land macht. Ich unterstütze alles, was hier Herr Stichner, das ist das erste Mal in meinem Leben, was er hier vorhin in seinem Beitrag gesagt hat. Es war richtig. Der Kanzler hat die richtige Entscheidung getroffen, die Richtungsentscheidung. Keine Eskalation. Kommen Sie bitte zum Schluss, Herr Fauler. Und keinen Krieg gegen Russland. Gleich geht es mit dem Video weiter, doch ich möchte an dieser Stelle einmal vielen Dank sagen an alle Kanalmitglieder, welche meine unabhängige journalistische Tätigkeit hier mit einer Anti-GEZ-Gebühr unterstützen. Und ein ganz besonderer Dank geht heraus an Trinkwasserverleih, welcher ja eine Anti-GEZ-Super-Premium-Mitgliedschaft abgeschlossen hat, sowie einem Detlef Horn, welcher sogar Ehrenmitglied von diesem Kanal geworden ist. Vielen, vielen Dank dafür.